Die folgende Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Es war einmal ein Kileon. Der saß mit dem Dian an einem Strand, wie ihr ihn hier seht. Sie dachten sich nichts Böses und gingen einfach Richtung Wasser, um ein erfrischendes Bad zu nehmen, denn in diesem Sommer war es ziemlich, ziemlich heiß. So ging sie bis unbesonnenes Wasser und badeten ein wenig. Das Wasser war sehr erfrischend. Wenige Zeit später gingen sie wieder raus und legten sich unter eine kleine Palme auf ihre Handtücher, vor der Sonne geschützt. Da beobachteten sie aus dem Augenwinkel was. Ein Krankenwagen fuhr auf den Strand herauf. Er nahm einen Mann mit, der wirklich nicht gut aussah. Jedoch wussten sie nicht, wieso und was mit dem Mann los war. Man wollte natürlich auch nicht fragen, weil man nicht unhöflich wirken wollte. Wenige Zeit später gingen die beiden Jungen wieder ins Wasser. Da auf einmal eine Qualle vor ihnen. Eine Qualle, wie sie noch nie gesehen hatten. Sie war nicht sonderlich groß, aber ihre Fäden, die sie an ihrem Unterleib hatte, waren mindestens 1 Meter lang. Sie war tiefblau, blauer als das Meer, in dem sie schwamm. Da sagte Dian zu Kileon: "Was ist das? Wollen wir sie anfassen?" Kileon erwiderte: "Nein, lass uns lieber rausgehen." Sie bewegten sich Richtung Strand langsam, sodass sie die Qualle nicht berührten, und legten sich wieder auf ihr Handtuch. Wenige Minuten später kam die Küstenwache und nahm das glitschige Objekt aus dem Meer heraus. Wie wir später begriffen hatten, war diese Qualle ziemlich, ziemlich giftig und war auch der Auslöser dafür, dass der Krankenwagen kommen musste, für den Mann. Und ja, heute werden wir genauso giftig sein und in Survival Games alles töten. Yo Leute, es klingt zwar ziemlich merkwürdig, diese Geschichte, aber ich habe sie wirklich so erlebt. Und jetzt wollen wir mal mindestens genauso giftig wie Qualle damals gewesen war sein und die Gegner hier richtig auseinandernehmen. Ich spiele mit Shader, das heißt erschwerte Bedingungen. Ich spiele 1.8, nochmal erschwerte Bedingungen. Man kann nicht allzu viel von mir erwarten, aber ich versuche mal eine schöne Runde hinzulegen. Ich nehme jetzt auch einfach die erste. Ich denke mal, wir werden nicht mehr als 3 Kills schaffen. Das macht aber nichts, weil wir auch zudem noch Team SG spielen. In 10 Sekunden geht es los. Ich wünsche euch viel Spaß. Und Action. Sehr, sehr nice. Da haben wir ein Eisenschwert. Und hier noch ein bisschen Rüstung. Ihr merkt schon, es läuft nicht ganz so flüssig, weil ich in der 1.8 spiele. Von dem her muss ich mal gucken. Und die Shader zusätzlich machen das natürlich noch ein bisschen schwerer. Gucken, ob ich dort den ersten Fight gewinnen kann. Es kann sein, dass ich jetzt direkt sterbe. Giftquallenangriff! Oh mein Gott. Wir haben ja wirklich mehr als nur Gift in unseren Adern. Wir haben die tödliche Waffe des One-Hits. Das ist unglaublich. Hier ein Team vor uns. Ein schönes Team. Ein kleines Team. Aber die Giftqualle schlägt wieder zu. Sie wird zupacken. Wird sie ihn kriegen? Sie schwimmt hinter ihm her. Sie schwimmt durch die Luft, aber jetzt dreht sie ab. Wir als Qualle haben natürlich festgestellt, dass es dort keinen Sinn macht, dran zu bleiben. Da das nur ein Verlust wäre, wenn wir dort hinterherlaufen würden.
Kisten alle schon leer. Das soll uns was sagen. Ich glaube, hier war schon jemand. Die Qualle hat ihre Fühler ausgefahren dort vorne. Sie spürt den Gegner. Sie riecht ihn förmlich durch das Wasser hindurch. Und der Gegner ist machtlos, einfach machtlos. Aber es leckt. Und die Qualle wird auch irgendwann sterben. Irgendwann wird unser Gift alle sein, Leute. Irgendwann wird es verstummen, unser Gift. Und dieser Zeitpunkt wird bald kommen. Spätestens, wenn wir auf ein Team treffen. Ein Team. Aber auch der konnte unserem Gift nichts entgegensetzen. Dort vorne sehe ich jetzt zwei Leute. Deswegen rennen wir erstmal ein bisschen. Aber die führen scheinbar auch einen Krieg gegeneinander, so wie ich das sehe. Die Qualle ist auch immer sehr gut zum Abstauben. Sieht sie erstmal, dass jemand untergeht, sticht sie erst recht zu. Aber da sieht sie auch ziemlich schnell, dass es sich nicht lohnt, dorthin zu gehen. Dann drehen wir mal wieder ab und schwimmen in eine andere Richtung. Durch die wilde, weite Welt von Futuristic City. Ja, da ist ein Gegner. Der Gegner wird sterben müssen. So viel ist klar. Die Frage ist nur, wann er stirbt. Jetzt oder erst am Ende. Er will uns doch nicht ins Wasser entkommen. Nein, das will er nicht. Das wäre auch eine wahrlich schlechte Idee gewesen. Oh, der Shader ist ein bisschen am Backen, falls ihr es seht. Aber seine Qualle hat halt eben seine Macken. Da oben, der Gegner vom Anfang. Ist es nicht nett, ihn zu sehen? Und das Gift hält immer noch an. Es geht immer weiter. Und immer weiter. Und schon wieder versucht er denselben Trick. Er versucht uns zur Mitte zu locken. Aber das wird sein Tod sein. Das ist sein Tod. Ja, das war er. So bleiben uns mehr Giftreste für die letzten Gegner. Wenn die Leute sich jetzt schon selbst umbringen. Okay. Aber auch Quallen haben Gefühle. Quallen. Sie sind doch so weich und gerade empfindlich, wenn es um Fallschaden geht. Naja, viel hatte der nicht dabei. Schauen wir mal, was wir daraus machen können. Erst einmal ein paar Schwerter loswerden. Das wäre ja vielleicht ganz nett, hätte ich einen Kompass. So könnte ich wenigstens meine Gegner suchen und müsste nicht immer riechen oder fühlen. Aber es scheint so, als wäre es uns nicht gegönnt, dass wir noch mehr Gegner kriegen. Viele sind auf jeden Fall nicht mehr da. Die anderen haben alle schon den Strand verlassen. Nur weil wir, die giftige Qualle, vor Ort sind. Es ist wahrlich schon ein Vergnügen, so als Giftquelle. Die Frage ist nur, welche Richtung soll ich einschlagen? Über die Brücken? Oder vielleicht doch zum Spawn hin? Ich glaube, zum Spawn hin ist die bessere Alternative. Denn die Brücken sind für Quallen sehr gefährlich. Brücken sind oft ziemlich eng. Und wir können uns mit unseren langen Fäden verhaken. Also zur Mitte. Über den Meeresgrund. In höhere Gewässer. Aber auch der F5-Modus buggt in der 1.8, was mich extrem anspackt. So. Hallo? Feuer.
Feuer ist unser größter Feind. Feuer bedeutet nämlich meist unseren Tod. Wenn eine Qualle durch Feuer rennt, verdampft sie, weil sie zu 90% oder mehr aus Wasser besteht. Deswegen müssen wir ganz aufpassen, dass wir nicht durch so einen Feuerblock laufen oder durch so ein Feuer, was die bösen Menschen hier platziert haben. Die bösen Menschen da vorne. So ein böser Mensch wie er hat hier Feuer platziert, um uns, die Quallenbrüder, zu töten. Riecht er uns? Als hätte er uns gerochen. Aber ich sehe das alles ein bisschen verzögert. Was natürlich ziemlich problematisch ist. Aufgrund des Shaders. Aber ich gehe mit guter Zuversicht ins Finale. Es verbleiben noch zwei Spieler. Und die sind schon mal kein Team, so wie ich das zuordnen kann. Noch kein Team. Aber auch wir werden die Leute gleich mal auseinanderbringen, falls sie auf die Idee kommen sollten zu teamen. Der Junge will jetzt erstmal sterben. Er will sterben. Aber da ist das verdammte Feuer. Oh. Aua. Zum ersten Mal mussten wir richtig einstecken. Das Gift scheint nachzulassen. Unsere Energie. Wo ist sie? Qualle wird langsamer und langsamer. Langsamer und langsamer. Werden die beiden sich jetzt vereinen, sind wir so gut wie tot. Auch Quallen müssen sich mal zurückhalten. Sie müssen sich zurückhalten, wenn es drauf ankommt. Das Gift lässt nach. Und sie teamen, oder? Nein, sie teamen nicht. Was für ein Glück. Aber die Bogkünste einer Qualle sind nicht so gut, weil sie es nie geübt hat. Sie kann es einfach nicht. Er ist ein Goldapfel, oder was ist er dort? Zum Abstauben sind Quallen aber immer gut. Sie sind glitschig, sie sind schnell, sie gleiten durchs Wasser. Und können so möglichst effizient. Aber wir hatten keine Chance. Die Qualle hat gegen den Menschen verloren. Die Qualle ist down. Und damit würde ich mich über ein Like freuen. Und bis zum nächsten Video. Euer Dein 3D.